Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dawn of War 2 Retribution. Ja, und wir nähern uns langsam dem Ende. Wir haben nämlich nur noch den Planeten Cyrene vor uns. Aber bevor wir das machen, gehen wir mal kurz in unsere Ausrüstungskammer. Denn wir haben neue Gegenstände bekommen. Erst einmal ein neues Kommandanten-Upgrade, Synapsenverbesserung. Nahkampffähigkeit für Verbündete im Umfeld. Alle Verbündeten im Umfeld verursachen mehr Fernkampfschaden und mehr Nahkampfschaden. Rüstung und Gesundheitsregeneration ist wichtiger, meiner Meinung nach. Obwohl, wenn wir das Upgrade haben, die symbiotische Beziehung, dann dürfte das hier vielleicht besser sein. Okay, dann gucken wir uns mal die neue Sporenwolke. Widerstand plus 15 Widerstand gegen Fernkampfschaden. Bringt es nicht unbedingt so sehr. Können wir das recyceln? Ja, können wir. Alles andere können wir, glaube ich, nicht recyceln, oder? Doch, das da können wir recyceln. Recyceln wir mal ein paar Sachen. Neue Biozidkanone. Biozidkanone des Schwarmlords. 14 Reichweite für Verbündete, Schaden bei Einheitenfahrzeug und Chance auf mehr Schaden. Das klingt doch schön. Klaue des Todesspringers. Ein Todesspringer genannter Liktor terrorisierte wochenlang Kardinal Salem und die Bewohner der Missionarswelt St. Kasperlen, bis er von der Schwarmflotte Leviathan absorbiert wurde. Diese Klauen bewahren die psionische Erinnerung an den Schrecken, den er verbreitete, und haben auf den Getroffenen eine lähmende Wirkung. Nicht so wirklich nötig. Und die können wir auch gleich mit recyceln. Dann kriegen wir nämlich das Level ab. Jetzt gucken wir noch den Chitinpanzer. Da haben wir den besseren. Also wird der auch gleich recycelt. Oh, wir könnten jetzt die Warp zersetzen, die Biozidkanone benutzen. Schaden gegen Dämonen gesteigerte Schussfrequenz. Nö, benutzen wir erstmal die des Schwarmlords. Okay, wir geben das letzte Lebenspunkte-Upgrade. Angriffe durch den Schwarmlord und Tyranniden im Synapsenbereich lassen die jeweils andere Einheit heilen. 3600 Gesundheit Standardwert. Und er heilt sich, wenn meine Tyranniden was töten. Also ist er jetzt eigentlich schon unbesiegbar. Die Lektorenverbesserung lasse ich da, wo sie ist, denn ich will keine Lektoren freigeschaltet haben. Okay, dann starten wir jetzt mal in die Militärfestung. Okay, sie haben Land Raider gefunden. Das könnte böse werden. Denn Land Raider sind die Supereinheit der Space Marines. Aber los geht's. Wieder unsere normale Truppen. Den aktuellen Einsatzbeginn. Panzerabwehrwaffen, ja. Laserkanonen, Melter-Raketenwerfer, Kanonen und schwere Nahkampfwaffen reißen Löcher in Fahrzeuge und monströse Kreaturen. Aber Vorsicht, der Feind wird ihre gepanzerten Einheiten ebenfalls anvisieren. Sieht man da oben schön die Rakete und der Hammer. Der Hammer steht für schwere Nahkampfeinheit und die Rakete eben für Raketentruppen. Was gibt's noch? Laserkanonen sind klar, Melter sind böse. Das sind heiße Dinger, die sich durch alles durchbrennen, durch Fleisch und Metall. So einen will ich nicht unbedingt abbekommen. Kanonen sind eigentlich auch klar. Die meisten Panzer benutzen Kanonen. Also der Lieben Was hat jetzt ziemlich fette oben drauf. Der Predator Panzer hatte nicht ganz so große. Ja.
Löcher in monströse Kreaturen reißen. Also zum Beispiel unseren Cardifex oder die Tyrannenwache oder den Verpester des Chaos. Na komm, Ladebalken, beweg dich vorwärts. Also geht doch. Und los geht's. Biologische Verbesserung unterwegs. Bei den Göttern, sie sind hier! Beeilung! Bringt das Ding in Bewegung! Die schlachten uns ab! Oh, das ist ein Baneblade. Das ist ein Wird Baneblade. verbessert. Den will ich unbedingt als Freund haben wollen. Gucken wir, dass wir den Tech-Marine da wegbekommen und den Beyblade zerstören. Ja, da kommt schon unser Schwarm-Lord oder unser Schwarmbeherrscher oder wie er auch immer heißt und macht Fitz und das Ding ist weg. Ja, das kommt davon, wenn man einen Panzer nicht besetzt und der keine Dings hat, keinen Maschinengeist, sage ich jetzt einfach mal so lasch raus. So. Ressourcenpunkt Siegziel gesichert. Ein bisschen mehr Bevölkerung ist nicht schlecht. Jetzt da wir den Schwarmherrscher haben. So heißt er doch, ja. Schwarmherrscher. Wollen wir durch die Mauer brechen? Ja, wollen wir. Bogen. Dieser Chaosschrei hier muss weg. Er macht nämlich alles in seinem Umfeld unsichtbar. Ja, alles heilt sich um den Schwarm dort rum. Sage ich das jetzt eigentlich richtig? Ja, Schwarm dort. Ich sollte ihn einfach Schwarmtyrant nennen. Das ist er nämlich eigentlich im ersten Sinne. Anforderungspunkt wird gesichert. Mehr Schaden für meinen Schwarm. Ressourcenpunkt erobert. Gleich mal. Wir haben eh nichts, was wir mit den Anforderungspunkten sonst anfangen können im Augenblick. Wir können nur das Nest da einnehmen, aber dann haben wir immer noch nicht genügend Bevölkerung. Also hätte es Ding ja gar keine Bevölkerung. Regenerierst du dich wenigstens schön? Ja, tust du. So. Der Schwarmherrscher hält unseren Schwarm leider etwas klein, aber dafür ziemlich mächtig. Und er regeneriert sich auch sehr, sehr schnell. Könnte mal kurz die Regel-Essenz benutzen, bringt aber nicht besonders viel, weil ich glaube, das geht auf feindliche Infanterie, nicht auf eigene. So, da verschanzt sich der Feind in einem Gebäude, da hat sich der Feind in einem Gebäude verschanzt. Das mit dem doppelten Schaden ist fast schon ein bisschen unfair, übertrieben. Da ist ein Predator mit einer Kanone drauf, was ich gerade schon angesprochen habe. Beziehungsweise da war ein Predator. Vergesst es, ihr kriegt meinem Schwarmherrscher nicht tot. Er schlägt auf euch ein und ihr seid selber tot. Genau. Reißt dann gleich mal das ganze Gebäude mit ein. Und da ist auch schon das, okay, dann hätten wir gar nicht so rumlaufen müssen, um zum Chaos-Tempel zu kommen. Das ist übrigens eine Festung des Chaos. So. Okay, die Heilung gilt leider nur für kleine Tyrannen. Große müssen sich auf anderen Wege heilen. Ihr da nervt in dem Gebäude, deswegen kriegt ihr Bioplasma ab. So. Du kannst dich mal kurz einrollen. Oh, Voice, Voice, wie sie ihre Voice sagt.
will ich mal sehen, wie ihr gegen den hier ankommt. Oh, stimmt ja, das ist Infanterie bei mir. Da könnt ihr, kannst du den gleich mal komplett ziehen. So. Du kannst wieder aufstehen. Ihr könnt weg. So, den Siegziel gesichert. An einnehmen. Dann können wir jetzt gleich mal Jeans, die dabei herbeirufen. So, dann haben wir nämlich endlich mal wieder Armee. Jetzt geht es hier rum weiter und dann hier in die Mitte. Von der Mitte aus können wir erst darum den Energiepunkt holen. Und dann geht's weiter hier in die Mitte und dann hier rüber. Sieht schon alles krass kaputt aus hier. Also so sieht ein Planet aus, nachdem der Exterminatus jahrelang vorbei ist. Alles tot und verwittert. Ressourcenpunkt erobert. Fast schon ein bisschen wie Aurelia. Also der Eisplanet. Der wurde ja vom Warp in Eis. Hallöchen, übertriebene imperiale Armee. Hier, Bioplasma für euch. So, entziehen wir mal den Saft. Und ja, da ist ein Universumpanzer. Das sind ja verschiedene Imperiale, oder? Nö, das sind eigentlich dieselben Imperialen. So, holen wir uns die Versorgungskisten. Und dann geht's weiter. Ach ja, wir wollten ja eh da hoch. Oh, ein schweres Waffenteam versteckt sich da oben. Und sogar eins mit schweren Kanone. So, ihr nehmt den Punkt ein. Ihr schießt die da weg. Die sterben ja ziemlich schnell. Ressourcenpunkt erobert.